Also ich darf euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich begrüßen. Freue mich und danke für die Einladung. Und ich möchte einfach zu Beginn sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitervertrauensleute, der Vertrauensfrauen und der Vertrauensmänner ist für die IG Metall enorm wichtig und von unschätzbarem Wert. Ihr informiert vor Ort, das ist auch in den Berichten deutlich geworden, ihr beratet und ihr repräsentiert die IG Metall. Und Vertrauensleute arbeitet, es gibt ja viele Diskussionen. Ich finde, die Frage ist, Vertrauensleute Arbeit ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Ich finde, nutzt die nächsten Tage zu diskutieren, auch mit den ganzen Anforderungen, die Metall, ob mir die dann nachher passen, weiß ich jetzt noch gar nicht. Was können wir an der Vertrauensleutearbeit verbessern? Wie können wir eure Arbeit vor Ort unterstützen? Und ich glaube, dass die Vertrauensleutearbeit eines der wesentlichsten Bindeglieder zwischen den Belegschaften und der IG Metall ist. Und natürlich kann man sich überhaupt keine Kampagne vorstellen ohne Vertrauensleutearbeit, keine Tarifrunde ohne Vertrauensleute-Engagement, keine Demonstration ohne Mobilisierung durch die Vertrauensleute. Und ich glaube, und das ganz wichtig ist, auch für das sozusagen die Sinnhaftigkeit, dass ohne Vertrauensleute die Durchsetzungskraft der IG Metall nicht das wäre, was wir heute darstellen können. Ich komme dann später nochmal auf die Frage Mitgliederentwicklung. Vorher hat das ja auch eine Rolle gespielt in den Berichten unserer bezirklichen Sprecherinnen und Sprecher. Aber klar ist, ohne das Engagement auf der Breite, in der Breite, und das organisiert ihr und nicht ich, sind wir nicht aktionsfähig. Und wir sind aktionsfähig aufgrund eurer Arbeit. Und die Erfolge in vielen Auseinandersetzungen, vorher ist das genannt worden, ich glaube von Thorsten war das, das Engagement in der Tarifrunde, die hinter uns liegt im Mai, im Frühsommer, wäre undenkbar und die positiven, die guten Ergebnisse ohne eure Arbeit. Und natürlich ist es so, es gibt ja da keine Erlösung, Kolleginnen und Kollegen. Dieses Engagement ist immer aufs Neue gefragt. Und eine Gewerkschaft ohne ehrenamtliches Engagement, ohne dass es diesen Einsatz gibt, eine solche Gewerkschaft kann ich mir nicht vorstellen und ich will auch sagen, ich will sie mir gar nicht vorstellen. Und wenn man in dieser Gesellschaft, und das halte ich für nötig, die Gerechtigkeitsfrage stellt, dann kann ich da viele Interviews geben und Detlef auch und die anderen geschäftsführenden Vorstandsmitglieder und Bezirksleiter auch. Aber wenn das keine Breiterung hat und Verbreitung hat, wird das alles nichts wert sein. Und ihr sorgt für diese Verbreitung und Verbreiterung. Und deswegen ist die IG Metall, das kann man schon so sagen, wahrscheinlich die erfolgreichste große Organisation, die wir im Moment nicht nur in der Bundesrepublik, sondern darüber hinaus haben. Und ihr seid insofern das Rückgrat der IG Metall
Und ich möchte mich ausdrücklich im Namen des Vorstandes der IG Metall und der ganzen IG Metall für euer Engagement bedanken. Herzlichen Dank. Ich will als erstes neben dem, was ich jetzt gesagt habe, was meine Überzeugung ist. Ein paar Anmerkungen zu Europa machen. Ich will weiter etwas sagen zur Arbeitspolitik und dem Thema Entwertung von Arbeit. Ich will etwas sagen zur Mitgliederentwicklung zur Bundestagswahl 2013. Detlef, ich nehme an, du wirst auch morgen darauf nochmal eingehen, auf unsere ganzen Planungen und zum Thema Kurswechsel. Es ist ja hinreichend bekannt, Kolleginnen und Kollegen, dass die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden ist. Und natürlich finde ich, dass die Europäische Union diesen Preis verdient hat. Und der europäische Einigungsprozess ist, wenn ich das mal so sagen darf, ein einzigartiges Friedensprojekt mit Ausstrahlung weit über die Grenzen Europas hinaus. Und die kleinkrämerischen Reden über die Frage, ob dies oder jenes Land, Griechenland wird da als erstes spekulativ genannt, aus dem Euroraum ausscheidet, sind ökonomistische Debatten. Ich finde, für uns ist wichtig, dass wir die Idee eines gemeinsamen Europas, das uns begleitet hat nach den Irrnissen des Ersten Weltkrieges, der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges, dass die Gewerkschaften vor allen politischen Parteien favorisiert haben, aus diesem Leid und dem Elend von zwei Weltkriegen, dass wir das immer hochhalten als Projekt eines großen Friedens in Europa, den wir seit 1945 im Wesentlichen haben. Und diese Idee, applaus, wird natürlich in diesem Friedensnobelpreis unterstützt, ausgezeichnet. Und es ist ja so, Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union und damit alle ihre Bürger bekommt einen Preis für den langen und steinigen Weg vom Krieg zum Frieden, von Diktatur zu Demokratie und von Nationalismus zu mehr internationaler Solidarität und Zusammenarbeit. Und wir dürfen das bitte schön nicht vergessen. Natürlich ist es so, und das gehört auch zur Wahrheit, die Europäische Union bekommt den Preis nicht ganz zufällig ausgerechnet jetzt. Die Finanzmarktkrise und die Schuldenkrise, die ja im Moment umgewidmet wird in eine Staatsschuldenkrise, jedenfalls die Finanzakteure in Europa versuchen das so darzustellen, diese Finanz- und Schuldenkrise hat nicht wenige Länder der Europäischen Union und Europas an den Rand des nackten Bankrottes getrieben und sie hat zur Massenarbeitslosigkeit, zu wachsender Armut und zu einer tiefen Vertrauenskrise gegenüber nationalen Regierungen, aber auch gegenüber der Europäischen Union und ihren Institutionen getrieben. Der Kern, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Problems geht jedoch aus meiner Sicht über die Frage der demokratischen Legitimation politischen Handels hinaus. Letztlich geht es um die, wenn ihr so wollt, Machtfrage. Wer in dieser Welt der entfesselten und rücksichtslosen Märkte eigentlich das Heft des Handels in der Hand hält? Und die Frage wirft sich auf,
sind das demokratisch legitimierte Politiker und Institutionen? Oder sind das die Alchemisten und Spekulanten auf den internationalen Finanzmärkten? Das ist die Machtfrage und die Kernfrage. Und es dürfte ja hinreichend bekannt sein, dass ich davon überzeugt bin, genauso wenig wie man aus Schwefel Gold machen kann, genauso wenig schafft man mit Spekulation Wohlstand. Wohlstand entsteht durch Arbeit. Und deswegen liegt auf der Hand, und lasst uns das jeden Tag sagen und in den Betrieben vertreten. Die Finanzspekulationen müssen eingedämmt werden und wir brauchen eine Regulierung der Finanzmärkte und Europa muss Treiber und nicht Getriebter sein. Europa muss handeln an der Stelle. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, also ich war ja gestern Abend und heute früh bin ich jetzt zurückgeflogen aus Berlin mit dem CDU-Präsidium. Da weiß man dann auch nicht, was man lieber wählen würde. Mir war da die Kanzlerin, es war da die Frau von der Leyen, es war da der Schäuble als Finanzminister und so weiter und so fort. Es waren ziemlich viel da. Aber die eigentliche Botschaft, wenn mir das dann einfällt, sage ich euch nach, wie das Gespräch verlaufen ist. Die eigentliche Botschaft, die ich hier sagen möchte, Kolleginnen und Kollegen, ist die Frage, und das ist keine nationale Frage, sondern eine europäische Frage. Will die Politik endlich die Gestaltungsmacht wieder an sich reißen? Oder will sie sich den Märkten weiter ausliefern? Gestern habe ich gesagt beispielsweise, weil da ging es eigentlich um die Frage, ob man jetzt die Rentenversicherungsbeiträge absenken solle, wie die Politik entschieden hat, oder ob man Vorsorge für die Zukunft trifft. Und Sie haben erklärt, von der Kanzlerin bis zum Finanzminister, dass Sie diesen Weg nicht mitgehen. Und ich habe dann gesagt, im Prinzip heißt das ja, dass die Politik sich selbst nicht mehr traut. Die Politik traut sich selbst nichts mehr zu. Und wenn wir über Kurswechsel und Zukunft reden, Kolleginnen und Kollegen, bin ich der tiefen Überzeugung, dass die Politik endlich wieder ihren Gestaltungsauftrag erfüllen muss und nicht nur opportunistisch den Märkten folgt. Die Politik muss gestalten und handeln. Und weil ich ja beim Friedensnobelpreis war. Ich glaube, dass die Politik diese Ehrung als Ansporn und Verpflichtung nehmen müsste, die Herausforderungen in Europa endlich mit Kraft und Mut anzugehen und zu lösen. Und das sind die Wirtschafts- und Schuldenkrise und die Massenarbeitslosigkeit mit ihrer ganz besonderen Ausprägung. Ich weiß gar nicht, ob der Kollege wirklich Niederländer ist, der das vorher gesagt hat. Ist er das, oder? Nein, er hat nur so gemacht. Gut. Trotzdem war das ganz toll. Und er hat gesagt, wenn ich da reinschaue, es sind die Älteren. Die größte Herausforderung, vor der wir stehen, und Detlef wird das sicherlich morgen nochmal deutlich machen, ist die Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Es ist ein Skandal, wie die jungen Leute in Europa behandelt werden und auf Deutschland zu verweisen mit besseren Verhältnissen.
nimmt noch lange nichts weg vor dieser schrecklichen Situation in Spanien und in Griechenland mit über 50% Jugendarbeitslosigkeit. Und in Deutschland spielt mir das eine untergeordnete Rolle. Zu sehr jedenfalls. Und wir sprechen über eine Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit für eine ganze Generation, die nach, eigentlich zwei Generationen, die nach mir kommen. Wer die Jugend verliert, und die Gewerkschaften dürfen die Jugendleute nicht verlieren. Und wir stehen gut da bei den jungen Leuten. Wir werden so in Richtung neu unter 27, werden wir am Jahresende wahrscheinlich rund 48.000 bis 50.000 junge Leute gewonnen haben. So, das ist dann alles unter dem Motto von Unkenntnis, mit Unkenntnis beleckten Journalisten, die dann erklären, der IG Metall und den Gewerkschaften kommt die Jugend abhanden. Es ist unser großer Ehrgeiz, dass die IG Metall die größte Jugendorganisation, politische Jugendorganisation in diesem Land nicht nur ist, sondern auch in Zukunft bleibt. Das ist unsere Zukunftsaufgabe, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe da ja schon eine Zahl genannt. Im Durchschnittlich in Europa liegen wir offiziell inzwischen bei 22% Jugendarbeitslosigkeit. In Spanien, in Griechenland ist das über jeder zweite junge Mensch unter 27, ohne feste Arbeit, nur in Jobs. Und keine gesellschaftliche Gruppe hat die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise stärker getroffen wie die jungen Leute. Ich habe drei Kinder. Meine Älteste ist 28, die hat einen exzellenten Uni-Abschluss, spricht vier Sprachen, hat aber bis dato noch keinen festen Arbeitsplatz, also ein festes Arbeitsverhältnis gehabt. Die zwei Kleineren, da wollen wir mal schauen, was draus wird. Ja, das weiß man ja nicht so sicher, oder? Das kann man ja mir sehen. Nein, aber ich finde, dass wir als Menschen und Kolleginnen und Kollegen an der Stelle die Nöte der jungen Leute mit ihrer Perspektivlosigkeit deutlich artikulieren müssen. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir im Frühjahr, im Frühsommer, diese Übernahme, die feste Übernahme der jungen Leute hingekriegt haben. Diese qualitative Frage hat Ausstrahlung auf die jungen Leute und ich danke euch für eure Unterstützung dafür. Und es ist doch, Kolleginnen und Kollegen, ein eklatanter Widerspruch. Wenn bestens ausgebildete junge Leute entweder gar keine Arbeit finden oder sich in prekären Jobs verdingen müssen, und damit wird das Vertrauen in eines der Kernversprechen der Europas, nämlich, dass sich für jede Generation die Möglichkeit für Beschäftigung und wirtschaftlichen Aufstieg verbessern, dieses Versprechen wird obsolet oder untergraben. Und das zerstört letztlich den Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Europa, aber auch in Deutschland. Und wir dürfen die junge Generation in Europa nicht verlieren, sonst gerät die Vision eines sozialen und gerechten Europas weiter ins Abseits. Und deshalb ist mein Appell an die Politik: Investiert in die Zukunft der jungen Leute, denn damit investiert ihr in eine gute Zukunft für Europa. Investiert endlich da. Ich füge hinzu, weil ich habe das schon im Internet gesehen. Ich war jetzt mehrfach in Madrid.
Und wenn ihr im UGT in Spanien und die CCOO, die Comisión Obreras, fragt, dann werden sie mit großer Zuneigung zu dem Engagement der IG Metall stehen und das sagen. Aber ich war auf dem Plaza Major, und zwar zweimal, also diesem zentralen Platz in Madrid. Und ich habe mich der Diskussion mit den jungen Leuten gestellt. Und ich sage das bitte zum Nachdenken. Die jungen Leute in Spanien, die keine Chance haben, offensichtlich auf einen festen und zukunftssicheren und stabilen Arbeitsplatz, mit dem sie ihre Zukunft planen können, werfen den spanischen Gewerkschaften vor, dass sie sich um die Jugend nicht gekümmert haben. Und das Problem mit über 50% Jugendarbeitslosigkeit kann niemand kalt lassen. Und ich sage euch, die IG Metall muss sich um die jungen Leute kümmern, ansonsten haben wir keine gute Zukunft. Also lasst uns um die jungen Leute kümmern. Ich will in dem Kontext etwas sagen zum Thema Arbeitspolitik und die Entwertung von Arbeit. Und die Entwertung von Arbeit ist ein weltweiter und säkularer Trend. Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass die europäische Schuldenkrise auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland beeinträchtigt. Und die Frühindikatoren der Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland zeigen sich zumindest einigermaßen pessimistisch, auf jeden Fall nicht euphorisch und emphatisch. Ich selber bin mir gar nicht sicher, wie die Entwicklung läuft im Moment und laufen wird. Wir haben sehr heterogene Verhältnisse, wirtschaftliche Verhältnisse. Wir haben in den verschiedenen Branchen zur gleichen Zeit welche, denen geht es so gut, und es geht welchen, denen geht es so schlecht. Müsst ihr euch nur die Automobilindustrie ansehen. Aber das ist nur eine Tendenz. Positiv will ich festhalten, bis zum heutigen Tage ist der positive Trend bei der Beschäftigungsentwicklung in unserem Land, in Deutschland, relativ ungebrochen. Für Europa trifft das überhaupt nicht zu. Für andere europäische Länder. Und es ist aber so, Kolleginnen und Kollegen, dass die robusten Arbeitsmarktzahlen nur eine Seite der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beleuchten. Eine etwas genauere Betrachtung zeigt, dass die Frage nach dem Wert und der Qualität der Arbeit fahrlässig oder gar bewusst vernachlässigt wird. Und wir treffen einen Trend, den ich jedenfalls als besorgniserregend ansehe, weil wir folgenden Trend haben. Bisher als atypisch qualifizierte Arbeitsverhältnisse werden zunehmend typische Arbeitsverhältnisse. In Deutschland, und Willingen gehört ja zu Deutschland. Naja, frag mal die Kolleginnen und Kollegen, zu welchen Bedingungen sie arbeiten. In Deutschland verdingen sich mittlerweile rund 10 Millionen Menschen in befristeten Arbeitsverhältnissen und zu Leiharbeit und Minijobs und zu Werkverträgen. 10 Millionen. Und zwischen dem Dienstleistungsgewerbe und der industriellen Arbeit und ihren Tarifverträgen, die wir ganz wesentlich mit der Chemieindustrie und anderen Industriebereichen und anderen Gewerkschaften herstellen, gibt es kein größeres Gefälle zwischen Dienstleistung und Industriearbeit, wie wir das in Deutschland haben.
das hat auch ein Stück weit, wenn ich mir das erlauben darf, ohne, verstehe mich da nicht falsch, Kritik an anderen äußern möchte, hat selbstverständlich auch mit der Schwäche von Gewerkschaften in diesem Dienstleistungsbereich zu tun. Ich fürchte, und das ist eine große Befürchtung, dass sozusagen dieser Geleitzug, den in den meisten Jahren die IG Metall angeführt hat und die anderen sind irgendwie gefolgt, aber immer gefolgt, dass das eigentlich die letzten 5 Jahre nicht mehr funktioniert und dass dieser Geleitzug bricht. Und was unsere heutige Arbeitsgesellschaft auszeichnet, ist negativ auszeichnet, dass wir es mit einer Erosion guter Arbeit zu tun haben. Und die Deregulierung des Arbeitsmarktes, und da lasst uns Deutsch reden. Es ist hinreichend bekannt, dass ich Sozialdemokrat bin. Das werde ich auch bleiben. Trotzdem bleibt, Steinbrück ist nicht da, aber der kennt meine Meinung, bleibt es ein großes, vielleicht nicht unmittelbar, weiß nicht, ob das irgendwann mal geht, ein Zerwürfnis zwischen der Sozialdemokratie und der IG Metall, dass diesen prekären Arbeitsverhältnissen unter Rot-Grün alle Türen und Tore offen gemacht worden sind. Und es gibt keinen Grund, das zu verschweigen. Wenn man einen Kurswechsel will, muss man das sagen. Und wir akzeptieren nicht, dass die prekäre Form von Arbeit der herrschende Arbeitstypus wird. Wir wollen feste und stabile und zukunftssichere Arbeitsplätze. Das ist unsere Idee. Wir haben es, und ich bitte, über unser Land hinauszudenken, mit einer massiven Erosion und Entwertung von Arbeit zu tun, Wert der Arbeit. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, das ist eine Frage von Werten, wem und was wir uns verpflichtet fühlen. Und was als Preis für die unvermeidbare Anpassung an die Zwänge der globalen Wirtschaft herkommt und dargestellt wurde, hat, Kolleginnen und Kollegen, im Ergebnis zu einer tiefgreifenden Ökonomisierung unserer Gesellschaft geführt. Weniger Absicherung bei Arbeitslosigkeit, schärfere Sanktionen und die Etablierung eines unendlich sich ausufernden Niedriglohnsektors sind Ergebnis und Ausdruck dieses Ökonomismus, so bezeichne ich das. Und die Parole, und das könnt ihr jeden Tag hören, auch bei euch im Betrieb, dass alles, was Arbeit schafft, auch sozial sei, ist falsch und bleibt falsch. Wir akzeptieren nur gute Arbeitsverhältnisse. Und das Ganze ist ja nicht nur eine Veranstaltung der Ökonomie. Wer Menschen ausgrenzt, wer den Menschen sozusagen Sicherheit nimmt, natürlich beschädigt er auch den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es gibt ja lange Symposien über die Frage, was hält unsere Gesellschaft zusammen. Meine Freunde von der Union bevorzugen dieses Thema auf Symposien. Ich habe eine ganz einfache Antwort. Faire, stabile Arbeit, Aussichten auf Zukunft, Perspektive für die junge Generation, gute Arbeit im eigentlichen Sinne. Das hält unsere Gesellschaft zusammen und für diese Gesellschaft stehen wir ein, Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es doch auch so,
Wir kämpfen auch ein Stück weit um unser eigenes Selbstwertgefühl und unser Selbstbewusstsein. Wenn unsichere und prekäre Beschäftigungsverhältnisse zur gesellschaftlichen Norm werden, dann werden wir eine andere Gesellschaft haben, Kolleginnen und Kollegen. Und Arbeit, der Kampf um den Begriff der Arbeit, was ist Arbeit? Was bedeutet ein stabiles Arbeitsverhältnis? Ist eine der modernsten Fragen, die man heute formulieren kann. Und Arbeit, lasst uns das einfach immer wieder und laut sagen, Arbeit hat einen Wert. Und Arbeit schafft Werte und Geld schafft keine Werte, sondern Geld und mehr Geld ist nicht kein Wert für unsere Gesellschaft. Und natürlich scheint es mir notwendig zu sein, dass wir ein zukunftsfähiges und arbeitsmarktpolitisch zukunftsfähiges Leitbild von guter Arbeit brauchen. Die Ausweitung der produktiven Erwerbsarbeit im Sinne der vielen und nicht Preisoptimierung der Arbeit im Sinne der wenigen, billiger. Nicht in diesem Sinne billiger, sondern besser, muss wieder zur Leitorientierung des arbeitsmarktpolitischen Handelns, zumindest in Deutschland werden, aber in Europa auch. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen uns nicht mit bloßen Appellen zufrieden geben. Das reicht uns nicht. Und die IG Metall, und das ist unsere große Stärke, handelt immer konkret. Mit unserer Kampagne Arbeit sicher und fair setzen wir uns gegen Leiharbeit, Niedriglohnbeschäftigung, Werkverträge, Befristungen. Dagegen setzen wir uns ein und es geht uns dabei um die gesellschaftliche Anerkennung von Arbeit und es geht uns um die soziale Würde unsere Kolleginnen und Kollegen der Beschäftigten. Und mit der Ausweitung von Leiharbeit und Werkverträgen ist der strategische Versuch der Arbeitgeber verbunden, die Arbeit unternehmerisch und rechtlich von den Produktionsmitteln zu trennen. Und schaut euch bitte mal an, die letzten Windungen und Wendungen bei IBM könnt ihr das sehen mit diesem Cloud Computing, mit dieser vollkommenen Trennung, wo sich für Werkverträge über das Internet die Menschen bewerben, aber keine Beziehung mehr haben zum Arbeitgeber, in dem Fall IBM. Und glaubt nicht, dass das nur eine Fantasterei von IBM ist. Wenn ich die ganzen Debatten von Daimler bis anderswo höre, stellen sich einige Leute auf der Kapitalseite das als zukünftiges Arbeitsmodell vor. Und ich habe gestern gesagt, vor den geschätzten Präsidiumsmitgliedern der Union, dieses bedeutet, dass wir keinen Sozialstaat mehr haben. Und Leute und Kolleginnen und Kollegen, lasst uns als IG Metall sozusagen den ehernen Schwur abgeben, dass wir gegen solche Entwicklungen hinstehen und dass wir den Sozialstaat und die Arbeitsmarktpolitik und die Arbeitsvertragssicherheit, dass wir das behalten und uns nicht dem weltweiten Trend ergeben. Wir brauchen das und wir sind an der Stelle ein gutes Beispiel. Und die Idee dahinter ist ja, dass wir auch verhindern, dass sozusagen der Sozialstaat über Prekarisierung scheibchenweise abgeschafft wird. Und unsere Vorstellung von guter Arbeit respektiert die Menschen und jeden einzelnen Menschen und seine gute Leistung. Und gute Arbeit heißt sicher, qualifiziert und anständig bezahlt, heißt unbefristet und tarifgebunden,
heißt Rechtsanspruch auf Aus- und Weiterbildung und heißt Mitbestimmung und Demokratie. Wir hatten auch gestern Abend eine Diskussion mit der Union. Da will ich Frank Suske danken. Der hat diese Runde angeführt an der Stelle. Wir machen keinen Frieden mit der Rente mit 67. Nein, ich sage das nicht, um euch zu beruhigen. Vielleicht bin ich sogar der Älteste hier im Kreis, gell? Ich glaube, dass das, was man uns einreden will, mit der Rente mit 67 nicht der Wahrheit entspricht. Wenn die Rente mit 67 notwendig wäre, dann müssten ja die bis 65 alle feste Arbeitsplätze haben. Ich kann die nicht entdecken. Und solange das nicht zu entdecken ist, sage ich, das sei ein Betrug an den Renteneinzahlern und den Rentenzahlerinnen und Zahlern. Und man will uns an der Stelle im Übrigen nur ein Rentenkürzungsprogramm verkaufen und das akzeptieren wir auch. Und deshalb brauchen wir flexible Ausstiegsmodelle. Da gibt es auch die Meinung, hört mal, ich sage euch das ganz offen. Und Hans-Jürgen ist ja da, der kann da aus seiner Sicht auch etwas dazu sagen. Im Moment kann ich leider niemanden entdecken, außer den Gewerkschaften und der Partei Die Linke, der diese Rente mit 67 generell ablehnt. Naja, warten wir mal 2013 die Bundestagswahl ab. Da kann man ja nur sagen, entschuldige, auch wenn ich dir nicht widersprechen will, warum sollte ich dir widersprechen? Hin und wieder in einem demokratischen Staatswesen sollen die Leute sich dann halt auch artikulieren, oder? Könnte auch eine Möglichkeit sein. Und Gewerkschaften können diese Artikulation am Wahltag nicht ersetzen und wollen es auch nicht. Mutet uns nicht allzu viel zu. Gell? Und ich will noch etwas sagen und da will ich mir selbst treu bleiben. So wie wir hier sitzen, geht es einigermaßen noch mit der Rente. Wir haben im Osten Brüche. Wir haben nach 1990 Biografien, Rentenbiografien, die sind im Osten viel schwieriger wie im Westen. Aber das eigentliche Problem, oder Hans-Jürgen widerspricht mir morgen, wenn ich nicht mehr da bin, das kann ja sein. Das eigentliche Problem, mit dem haben unsere jungen Leute zu kämpfen. Wir haben heute Arbeitsverhältnisse, dass bis zum 27. Lebensjahr 37% der jungen Leute noch nie einen festen Arbeitsplatz gehabt haben. Und wenn ich mir um etwas und um Menschen Sorge mache, sind das weniger unsere Generation. Das wird schon irgendwie gehen. Aber bei den jungen Leuten, die müssen wir motivieren und wir müssen als IG Metall verantwortlich handeln und den Blick auf die jungen Leute nicht verlieren. Jetzt sage ich etwas zur Mitgliederentwicklung. Prekäre Arbeit ist nichts, was eine stabile Gewerkschaft schon um ihre Selbstwillen unterstützen könnte. Unsere besten und stabilsten, auch wenn wir große Erfolge haben, da bin ich Detlef Wetzel auch sehr dankbar für seine Initiative. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
Das ist ein Erfolgsergebnis. Ja, und das kann man sich dann schon erlauben. Der Erfinder dieser Kampagne ist Detlef und herzlichen Dank, Detlef. Aber klar ist, ich glaube, wir haben jetzt 43.000 Leiharbeitnehmer organisiert. Mit relativ hoher Stabilität. Aber das Rückgrat der IG Metall sind die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns sind und in fester Arbeit mit stabilen Arbeitsplätzen und stabilen Arbeitsverträgen stehen. Jetzt geht es mir nicht um Einzelgewerkschaften, nur dass das klar ist. Man kann relativ schnell Mitglieder gewinnen, Kolleginnen und Kollegen in irgendwelchen Aktivitäten und so weiter und so fort. Verdi hat einen höheren Beitritt mit IG Metall. Schon seit Jahren. Nur bei der IG Metall bleiben die Mitglieder und bei Verdi nicht. Deswegen werden wir am Ende des Jahres ein Plus haben. Und jetzt lass mich mal besonders optimistisch sein, was ich ansonsten nicht bin. Ich bin einfach ein skeptischer Mensch. Ich glaube, da sind wir ganz gut gefahren mit meiner Skepsis. Ob ich immer gut fahre, ist eine andere Frage. Dass wir vielleicht 20.000 plus haben und wir sind damit die einzig große Gewerkschaft und große Organisation in Europa, die ein echtes Plus hat. Und da müssen wir dran arbeiten die nächsten zwei Monate und dann können wir auch richtig stolz darauf sein, Kolleginnen und Kollegen. Wenn es dann 15.000 sind, ewiger Skeptiker, ist das auch ein großer Erfolg. Und ich will euch einfach sagen, eine zukunftsfähige Arbeitsgesellschaft, das war jetzt gestern gar nicht umstritten mit dem Unionspräsidium. Das kostet auch nichts, dem zuzustimmen. Eine zukunftsfähige Arbeitsgesellschaft, die den Wert der Arbeit achtet und auf Teilhabe, auf Fairness und sozialer Integration beruht, braucht unabdingbar starke Gewerkschaften. Starke. Weil starke Gewerkschaften ein Garant für eine faire Beteiligung der Beschäftigten sind und starke Gewerkschaften sind eine Voraussetzung für Demokratie und Sozialstaatlichkeit. Aber das brauche ich euch auch nicht zu sagen. Unsere politische und betriebliche Durchsetzungsmacht und Gestaltungsfähigkeit, nicht weniger, hängt nicht nur von unseren guten Argumenten ab, sondern noch mehr von unserer Stärke, von der Zahl und der Mobilisierungsfähigkeit unserer Mitglieder. Stärke, Zahl und Mobilisierungsfähigkeit. Und weil das so ist, werde ich auch nicht müde, immer wieder aufs Neue zu betonen, und da gibt es ja auch so mal, manchmal so ein paar falsche und ironisch-zynische Anmerkungen. Die Mitgliederwerbung und ein höherer Organisationsgrad ist die wichtigste und politischste Aufgabe der IG Metall. Und es geht nicht um Statistik und abstrakte Zahlen, sondern es geht um reale Durchsetzungsfähigkeit und Möglichkeit und Gestaltungskraft. Und wenn wir keine Mitglieder haben, sind wir nicht durchsetzungsgestaltungsfähig. Und jetzt will ich nicht sprechen über die europäischen Gewerkschaften oder die Gewerkschaften in Europa. Ich finde es teilweise desaströs bis deprimierend, dass ehemals starke Gewerkschaften in Italien sich selbst zerlegt haben und in Frankreich sich immer noch den Luxus leisten,
in politische und ideologische Auseinandersetzungen sich zu zerfleischen. Wir haben in Frankreich im industriellen Bereich, naja, so genau kann ich das nicht nachprüfen, höchstens 6% Organisationsgrad. Wie soll das gehen? Und ich weiß natürlich, dass ihr als Vertrauensleute eine gute Arbeit leistet und unsere Mitgliederentwicklung, Kolleginnen und Kollegen, ist gut, dank eures Einsatzes. Wir haben Ende Oktober, das hört sich immer dann zu wenig an, das ist schon ganz gut, einen Mitgliederzuwachs netto von 0,9%. Wir sind besser wie im Vorjahr. Und besser wie 2008. Und die Zahl der 1%-Zahlerinnen und Zahler ist um 2,2% gestiegen. Und die besonders erfreulich ist, es muss ja immer am Ende des Satzes auch was Gutes übrig bleiben, die Anzahl unserer jugendlichen Mitglieder ist um 4,8% gestiegen. Das ist toll. Vielen Dank. Und wir dürfen natürlich, Kolleginnen und Kollegen, es gibt keine Erlösung davon. Einige Bevollmächtigte haben mir schon gesagt, das kannst du nicht jedes Jahr erwarten. Und ich sage allen Bevollmächtigten, die hier sind und Bezirksleitern, sind einige hier, das gehört sich auch so. Dieses Thema wird uns niemals verlassen. Oder wenn ihr so wollt, als ehemaliger Katholik oder Jesuit, es gibt keine Erlösung. Die Mitgliederfrage ist die politischste aller Fragen und wir sind nur so viel wert, wie viele Mitglieder wir haben. Dann gehört auch noch der Kopf dazu und das Herz, das ist klar, die Überzeugung und die Werte, klar. Trotzdem ist das so. Ich will etwas zur Bundestagswahl 2013 sagen. Das wird ja die politische Agenda des nächsten Jahres vollständig beherrschen. Und natürlich ist doch klar, dass wir uns einmischen. Klar ist auch, dass wir als Einheitsgewerkschaft parteipolitisch unabhängig sind. Aber die alleinige Bewertung und Messlatte bei der Bewertung vom Wahlprogramm sind unsere Inhalte, unsere Forderungen und unsere Konzepte. Und unsere parteipolitische Unabhängigkeit, auch das muss man den politischen Parteien sagen, bedeutet keineswegs politische Beliebigkeit. Ganz und gar nicht. Unsere Inhalte stehen einer eindimensionalen und marktradikalen Politik klar entgegen und wir lehnen diese Marktgläubigkeit ab. Und alle Parteien, die das vertreten, wie die FDP als Beispiel, jetzt suchen wir die hoffentlich scheiternde Partei raus. Wer nicht begriffen hat, und die FDP will das nicht begreifen, dass wir den Markt nicht götzenhaft anbeten, wir glauben nur an unsere eigene und die politische Tätigkeit von politischen Parteien. Und wenn die FDP das nicht kapiert, dann soll sie halt verschwinden. Aber meine Lieben, seid euch nicht so sicher. Seid euch nicht so sicher. Das ist auch so ein skeptischer Gedanke von mir. Am Ende kommen die größten Idioten noch ins Parlament, gell? Und klar ist, dass wir in Deutschland und in Europa, ich will betonen, in Europa, eine Politik brauchen, die Arbeit achtet, die zumindest den Willen erkennen lässt, dass soziale Sicherheit gestärkt wird, und dass man die ökologischen Herausforderungen auch tatsächlich ernst nimmt und das nicht nur am Sonntag, sondern die ganze Woche über. Und ich glaube,
Wenn ich die aktuelle Situation sehe, dann haben wir einen Dauerstreit zulasten der Allgemeinheit in der Koalition. Wir haben keinerlei Fortschritte beim gesetzlichen Mindestlohn. Frau von der Leyen hat das gestern nochmal abgelehnt. Und wir haben keine Einschränkung, sondern eher eine Ausweitung von prekärer Beschäftigung. Und im Zuge der Leiharbeit ist die Frage der Werkverträge zu einer großen Gefahr geworden. Gestern ist abgesprochen worden, dass wir das wenigstens zahlenmäßig verifizieren, weil das CDU-Präsidium, die Kanzlerin gesagt hat, sie hätte gar keinen Überblick drüber. Ich habe ihr angeboten, dass wir ihr zumindest ein gutes Bild über die Metall- und Elektroindustrie verschaffen können. Stimmt das, Kolleginnen und Kollegen? Ja, also dann sagt uns doch bitte die Zahlen. Sagt uns das. Und zwar nicht nur Vermutungen, sondern Zahlen. Es gibt bei der Energiewende gar keine Fortschritte. Das tritt auf der Stelle. Und jegliche Ansätze für Förderung alternativer Energien fehlt und wird abgelehnt. Und es gibt kein solidarisches Rentenkonzept, das nicht nur für die gegenwärtige Generation, sondern auch für die junge Generation, wo ich etwas vorher gesagt habe, gilt. Und deshalb haben wir ja begonnen, Schwerpunktthemen der IG Metall für die Bundestagswahl zu erarbeiten. Detlef wird da sicherlich morgen noch mal drauf eingehen. Und ich will deswegen nur kurz sagen, unsere Schwerpunktthemen sind die Neuordnung des Arbeitsmarktes. Gute Arbeit und faire Regulierung statt prekärer Arbeit, Niedriglöhne und verschlechterte Arbeitsbedingungen. Das steht ganz oben dran. Weiter. Die Demokratisierung der Wirtschaft. Ich war letzten Freitag bei der Zeit in der Redaktionskonferenz und der Helmut Schmidt wollte mich vorher sprechen, der ist ja Herausgeber bei der Zeit. Der Gute wird jetzt 94, ich glaube Ende Dezember, ja am 23. Dezember ist genau. Die Demokratisierung der Wirtschaft, Kolleginnen und Kollegen, ist nicht mit dem 76er Mitbestimmungsgesetz beendet. Ich sehe das nicht ein. Und wenn ich neben Geld und festen Arbeitsplätzen mit festen Arbeitsverträgen eines sehe, vielleicht das sogar zuerst, sehe ich die Frage der Mitbestimmungsbeteiligungsrechte der Betriebsräte und der Beschäftigten zuvörderst. Und das ist eine große Zukunftsfrage, wo ich glaube, es sich lohnt, eine große Auseinandersetzung wieder zu beginnen und sich mit dem Kompromiss von 76 nicht zufrieden zu geben. Lasst uns doch endlich eine Initiative an der Stelle machen. Die Bewältigung der Krise 2008 bis 2010 wäre ohne Mitbestimmung nicht möglich gewesen auf betriebsrätlicher Seite und auf Gewerkschaftsseite, auf unserer gemeinsamen Seite. Und ein drittes Schwerpunktthema ist, das will ich jetzt nur noch als Titel nennen, ihr habt da meine Meinung schon gehört, die Lebens- und die Arbeitssituation der jungen Leute. Es muss mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem geben. Und damit der Abbau, der durch die soziale Herkunft bestimmten Chancenungleichheit. Und die Durchlässigkeit des deutschen Bildungssystems nach oben muss erhöht werden. Und was mir auch ganz besonders am Herzen liegt, wenn die über Bildung reden, dann reden die immer nur über Universitäten. Ich bin dafür, dass wir über Berufsschulen reden, oder? Das sind unsere Leute. Und dann geht es als weiteres Schwerpunktthema um die Lebens- und Arbeitssituation der älteren Generation.
um das Thema flexible Altersübergänge und Verhinderung von Altersarmut. Es geht um das Thema altersgerechte Arbeitsplätze. Das muss doch jedem auffallen. Diejenigen, die stärksten Befürworter der Rente mit 67, sprechen immer über altersgerechte Arbeitsplätze. Es ist eine republikweite Lüge von Politik und interessierten Arbeitgebern. Es gibt fast keine altersgerechte Arbeitsplätze. Und solange das nicht geschafft worden ist, bleibt das eine Lüge. Und ein letztes Schwerpunktthema, das ich im Kontext mit der Bundestagswahl 2013 nennen will, ist die Verknüpfung von nachhaltiger Industriepolitik und einem nachhaltigen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Und last but not least ist es ja so, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fordern ja gar nicht so wenig. Eigentlich fordern wir einen grundlegenden politischen Pfadwechsel. Und ich will schon etwas dazu sagen. Ein grundlegender Kurswechsel und nicht weniger fordern wir. Setzt natürlich einen gesellschaftlichen Klima- und Meinungswechsel voraus. Und wahrscheinlich wird uns da eine Legislaturperiode nicht reichen. Wir haben begonnen, eine Kurswechseldebatte, und dabei geht es natürlich auch um den langen Atem. Brandt, der Willy Brandt, der einen grundlegenden Wechsel in den 60er Jahren, 69, Bundestagswahl, kann ich mich noch gut erinnern, herbeigeführt hat, der hat 3 Wahlen vorher verloren. Als Kanzlerkandidat. Und dann Adenauer und der Erhard haben triumphiert. Und wir brauchen einen langen Atem und wir müssen auch in den Parteien für ein entsprechendes Klima, einen Klima- und Meinungswechsel sorgen. Und das kann ich alleine nicht machen. Oder wer auch immer. Sondern wer etwas nachhaltig verändern will, der muss schon so etwas, Kolleginnen und Kollegen, wie die dicken Bretter bohren und darf die Mühen der Ebene nicht scheuen. Wenn es Spezialisten für die Mühen der Ebene gibt, dann sind das Vertrauensleute, Betriebsräte und die IG Metall. Und dann lasst uns doch aus unserer manchmal Not eine Tugend machen. Wenn es jemand kann, dann sind es die Gewerkschaften und die IG Metall, diese Mühen der Ebene zu bewältigen. So, und jetzt will ich etwas Grundsätzliches und Abschließendes sagen. Ja, abschließend ist nie was. Sagen wir der Tod, aber das ist eine individuelle Frage. Das Ganze wird dann immer in der politischen Debatte als Reformismus gebrandmarkt und belächelt. Aber ich frage euch, ist das wirklich gerechtfertigt, dass so abschätzig diesen Reformismus, diesen Kampf um Reformen, in unserem demokratischen Staatssystem abzuwerten? Ist das gerechtfertigt? Und ich frage dann, bringen uns denn starke Worte über radikale Systemalternativen etwa weiter? Bringt uns das weiter? Falls mir jemand wirklich eine Systemalternative bieten kann, oder euch. Wir haben als IG Metall und Metallerinnen und Metaller jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass es nicht ausreicht, die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft nur zu thematisieren. Wer ein Labor für das Verständnis der Gesellschaft und einen Ort des politischen Raumes will,
der muss das Prinzip Hoffnung mit dem Prinzip Verantwortung verbinden und wissen, wo er in Zukunft stehen will. Und ich sage euch, es reicht nicht, Ungerechtigkeit nur anzuklagen. Man muss und man kann ganz konkret mehr soziale Gerechtigkeit herstellen. Ansonsten würde ich ins Kloster ziehen. Ich glaube, dass man das herstellen kann in der Gesellschaft. Und nötig sind dafür entschlossene Reformen, die nicht nur so heißen, sondern tatsächlich etwas verändern. Und das ist eine Politik im Interesse der Mehrheit, nicht nur unserer Kolleginnen und Kollegen, sondern der gesamten Gesellschaft und der Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und das ist eine emanzipatorische Politik im Interesse der breiten Mehrheit der Menschen. Und dafür lohnt es sich, ich habe mir überlegt, ob ich das sage, aber dafür, und ich sage das schon mit Absicht, dafür lohnt es sich, visionär zu denken und bewusst zu streiten. Wir wollen das am 5. bis 7. Dezember mit dem Kurswechselkongress fortführen, diese Debatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, Kolleginnen und Kollegen, dass die Vertrauensleute der IG Metall, so wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft eine wichtige Rolle in dieser Debatte spielen. Ich danke euch fürs Zuhören.